Grüß Gott in Österreich. Unsere heutige Sendung heißt Moorstrand und Felswand. Von Leoben zum Hochschwab. Leoben, die zweitgrößte Stadt der Steiermark, ist unser Ausgangspunkt. Ein sehr schöner Ausgangspunkt. Und dann geht es weiter nach Bruck und eine ins Lammingtal, Tragöss, Grüner See, Pfarreralm, Sonnenscheinalm. Da sind wir dann schon im Hochschwabgebiet mitten vor die Felswand, dann den Hochschwab, die Südwände entlang um bis zur Aflenzer Bürgeralm. In Aflenz kommen wir wieder oben ins Tal und dann geht es über Dörl nach Kapfenberg und das wird der Schlusspunkt sein. Aber der Anfang, der findet da statt in Leoben auf dem großartig schönen Stadtplatz mit der Werkskapelle Föstalpine Donauwitz. Da sieht man, was aus dem Eisen alles gemacht werden kann, bis auf den heutigen Tag. Und Leoben ist eine Stadt des Eisens. Das hat natürlich auch wieder dazugehört, die Schießerei, aber auch die Fortbewegung und die Zeit, das Messen der Zeit. Also eine alte Kirchturmuhr, eine eiserne, das Stadttheater, heute noch bespielt, ein vornehmes Haus. Leoben, Stadt des Eisens, Stadt des Handels, Stadt der Kultur. Der Platz gefällt mir überall wieder. So was Großzügiges. Der Schwammerlturm und der Schmuck auf die alten
vornehmen Häusler. Und die Umgebung, das ist bei diesen Eisenstädten in der Obersteiermark das Schöne, dass allweil der Wald um ist. Waldberg, mittendrin die Montanistische Universität, weltberühmt, zu Recht. Und allweil wieder die Mur. Was überlegt man sich, wenn man an die oben denkt? In erster Linie natürlich das Eisen vom Erzberg. Das Vordernberger Eisen ist da hergeliefert worden nach Leoben und das war der Hauptumschlagplatz. Zweitens denkt man ans Holz, wo man an die unendlichen Wälder denkt, rund um Leoben. Und das Holz und die Holzkohle hat man braucht für die Verhüttung des Eisens. Und drittens denkt man an die Mur. Leoben wird ja von der Mur umschlungen. Wenn man sich das so anschaut auf der Karte, liegt Leoben direkt in einer Murschlinge drin. Und ich habe mir halt gewünscht, ich möchte am Murstrand einmal stehen. Und tatsächlich gibt es ein kleines Stück Murstrand, übersät mit den Murnockerl. Das sind diese runden Kiesel, die das Bild der Städte früher überhaupt geprägt haben, von Graz flussabwärts. Und wenn man da die Mur so betrachtet, dann kommt einem in den Sinn, dass das ein unbändig starker Fluss ist. Er ist ja auch der Hauptfluss der Steiermark. Und so stehe ich da am Murstrand und fange dreimal an vor der Felswand, damit ist wieder der Hochschwab gemeint. Das Murnockerl hat auch einen weiten Weg hinter sich. Weil am Anfang war ein grober Stein. Die Massenburg, da war mal eine große Festung. Und die Stadtpfarrkirche Franz Xaver, die ehemalige Jesuitenkirche, ist es. Ein prachtvoller Kirchenraum. Die heilige Barbara, Schutzpatronin der Bergleit und der Artilleristen und vieler anderer noch. Leoben von der Mur umarmt. Donauwitz spürt man noch ein bisschen, obwohl es das gewichtigste Wort zu reden hat. In dem Verbund. Eine wohlgeordnete Landschaft. Und die Natur hat dazwischen allweil wieder Platz. Ein schöner Brückenbogen über die Mur. In Bruck an der Mur, da ist der Zusammenfluss von Mürz und Mur, da wird die Mur noch stärker, wie sie vorher war. Den Stadtbrunnen von Bruck an der Mur ziert eines der schönsten schmiedeeisernen Kunstwerke Österreichs. Also vor 400 Jahren hat man die große Wertschätzung für das Wasser auf die Art und Weise gezeigt. Bruck an der Mur
eine sehr lebendige Stadt, überhaupt die Stadtmitte. Den Koloman-Wallisch-Platz hat man großartig hergerichtet. Es ist jedes Mal eine Freude, wenn man nach einer Zeit wieder nach Bruck herkommt, weil allweil wieder was Neues geschehen ist. Das Gesicht von der Stadt wird allweil schöner. Und das edelste Antlitz zeigt Bruck an der Mur im Kornmesserhaus. Es ist eine spätgotische Fassade im venezianischen Stil. Man wundert sich, Venedig und Bruck an der Mur, aber schließlich war Bruck an der Mur an der Venediger Handelsstraße. Also eine große Vergangenheit, nicht nur was das Eisen betrifft und für uns eine schöne Gegenwart mit der Kobenzer Streich vor dem Kornmesserhaus. Es ist schon ein prachtvolles Zeugnis österreichischer Baukunst, 500 Jahre alt. Ein Wahrzeichen von Bruck an der Mur. Genauso wie die alte Burg, von der nicht mehr viel da ist, wie in Graz. Aber der Uhrturm steht noch. Und von der Stadtmauer ist einiges erhalten. Und wenn er so eine Burg geschleift wird, dann wird Platz für einen schönen Park. Das ist auch wieder was, was man gern hört und gern sieht. Wie überhaupt die Natur in der Gegend nie zu kurz kommt. Man muss nur die Augen aufmachen und sich Zeit nehmen. Allweil wieder die Waldberg. Gewaltig, groß, ruhig und beschützend. St. Katharein an der Laming. Die haben gleich zwei Kirchen. Die Pfarrkirchen und oben St. Alexis. Und der hat mehr Frauen und Kinder, wie es ein normaler Bürger haben darf.
gewaltiger Bamm. Und unten im Tal ein kleines Dorf. Edmissel, das kleine Dorf mitten in die Waldberg, ist unsere erste Station auf dem Weg zum Hochschwab. Und ich weiß nicht, ob Edmissel in sein Gemeindewappen eine Linde drin hat, aber es gehört sich fast, weil die riesige Linde da hinten ist ein wunderbares Wahrzeichen. Für mich sind Linden sowieso ein Sinnbild der Kraft, der Stärke und der Sicherheit. Es ist allweil was Schönes und bei den Linden weiß man das Alter nie genau. Das ist nicht so wie bei den Damen, sondern da geht es um Jahrhunderte. Bei einer Frau ist ein Unterschied, ob man es auf 30, 40 oder 50 schätzt. Eine Linde, die kann 200 Jahre alt sein, wird eh da 300, 400, 500. Sie wird ihren Eindruck nie verfehlen. Genauso wenig wie der Blick zurück zum Hochschwab. Der ist zwar jetzt noch ein bisschen geschamig, zeigt noch nicht seine ganze Kraft und Herrlichkeit, aber das werden wir bald einmal erleben. Edmissel, kleiner Ort, der Hubinger, ein Gasthaus, wo ich schon öfter eingekehrt bin. Sowas merkt man sich dann leicht. Und allweil wieder die schönen Bauernhäuser. Das ist etwas, das mich in ganz Österreich allweil munter macht und erfreut. Die Pribitz. Jetzt geht's los mit den Felsen. Die Mesnerin, das berühmte Loch, das man von da aus schon sehen kann. Und dann wieder die friedliche Welt des Heimatmuseums in Dragös. Ohne Eisen geht auch da nichts. Nur der Kaiser ist aus Kupfer. Auf der Münze zumindest. Wie viel Fantasie da drin ist. Wie viel Können in diese Gerätschaften. Trenchtling, Pribitz, einfach ein schönes Tal. Wer möchte da nicht gern Pfarrer sein? Thank you.
die Sonntagsmusse vor dem stattlichen Pfarrhof von Tragöss Oberhort. Man staunt über den Pfarrbezirk da im hintersten Tal und es gibt aber sehr vieles zu berichten drüber. Nicht nur so Schönes, wie es die Musik jetzt gerade war, sondern auch Tragisches. Im Jahr 1493 ist da nämlich in der Kirche der Pfarrer ermordet worden. Und es hat sich niemand dazu bekannt. Die Tragösser haben zusammengehalten, haben den Mörder nicht preisgegeben und dann hat man ein Gottesurteil gefällt. Das war etwas furchtbar Tragisches, weil die Opfer ja Zufallsopfer waren und die sind vom Leben zum Tod befördert worden. Und diese Geschichte hat den großen steirischen Dichter Peter Rosecker zu seinem Roman inspiriert, Der Gottsucher. Ich habe als junger Mensch vor 60 Jahren den Roman gelesen und jetzt, weil ich gewusst habe, ich komme wieder her, habe ihn nur einmal in die Hand genommen und ich war verblüfft, wie schön geschrieben und wie spannend die Handlung ist, die natürlich nach den damaligen Begebnissen frei weiterentwickelt worden ist von Peter Rosecker. Und was der Peter Rosecker auch beschreibt, obwohl er die Kinder nicht beim Namen nennt, also die Berge und die Landschaften, das ist dieser wunderschöne Talkessel da herin, den wir uns jetzt natürlich in diesem Sinn auch näher anschauen werden. Der Mensch hat immer den Drang gehabt, aus dem, was er hat, was Schöneres zu machen. Da sieht man es auch wieder. Und wenn ich den Ort anschaue, Tragöss Oberort, so was Schönes, so was wohl Ausgerichtetes, da sagt man, möchte ganz gerne ein Häusl haben da drin. Das Lamingtal, ein ruhiges Tal. Und wo Wasser ist, ist Leben. Zuerst wird das Mühlradl getrieben und dann werden damit die Forellen erfrischt bei der alten Mühle dort. Der Enzian, der Spate. Da sind die Felsen schon imponierend. Da merkt man schon, Hochschwab ist ein Gebirge. Gibt es eine schönere Fassung für einen Edelstein als Wald? Rundherum Wald und mittendrin dieser märchenhafte grüne See. Viel bewundert, viel besucht, allgemein bekannt ist das Naturwunder, das Grüne. Der Grüne See bei Tragöss im Hochschwabgebiet in der Steiermark. Ein See, dessen Entstehung keine Märchenfigur braucht, um sie zu erklären, keine Sagengestalt. Es genügt einfach das kristallklare Wasser, das aus unterirdischen Quellen kommt, und das Wasser, das er wieder versetzt. Der grüne See ist unterschiedlich groß, aber er ist allweil grün. Also eine Eigenschaft, die wenig Menschen von sich behaupten können, dass sie bei unterschiedlicher Größe allweil gleich schön sind. Für mich ist er jedenfalls alle paar Jahre ein Besuch wert. Ich komme gern daher und es ist so ein
trotzdem viele Leute unterwegs sind, sucht dann die Stille heim, die nur für uns unterbrochen wird von den paar Schlurger Weisenbläser. Es ist eine wunderbare Welt, die einem da begegnet. Hat der See viel Wasser, sieht man weniger von seinen Ufern. Hat er wenig, hat man mehr Steine, auf die man spazieren kann und zu denen man aufschauen kann. Hauswurzen. Himmel, Felsen, Wald. Traumschön, alles zusammen. Und es ist noch keine so bedrohliche Welt am Fuße der großen Berge. Da kämpft noch das Schilf gegen einen Wald. Und dann setzen sie die Farne in Szene, im besten Sinn des Wortes. Und das ist eine eigene Inszenierung. Alt und jung, kommt man da sagen. Und die starre Schönheit der Felsen. Unendliche Vielfalt ist da daheim. Die Ruhe vom kleinen See, die Dramatik von der Felswand und die Heimeligkeit der Almhütte. Wenn man vom grünen See weiter taleinwärts wandert, kommt man in die Jassing. Das ist das westliche Hochschwabgebiet, die Ausläufer des Hochschwabs. Und wenn man da weiter umgegangen, kommt man zum Präbichl, also zum steirischen Erzberg. So viel zur Orientierung. In der Jassing herin ist die Pfarreralm. Alt bekannt wegen ihrer wunderbaren Lage, vor allen Dingen die Felswände über ihr sind imponierend und es ist so eine ruhige Idylle.
Und nicht weit weg von da ist die Jassingalm. Ebenso was Ruhiges, was Schönes. Und dort hören wir die Zither 3, die zu viert für uns aufspielen werden. In jedem Bergsteigerleben gibt es, wenn man das hohe Alter erreicht, offene Wünsche. Mit den Gipfelwünschen wird man bescheidener. Aber es gibt so viele wunderbare Gegenden, nach denen man sich sehnt. Und bei mir war so ein Sehnsuchtsgebiet die Sonnenscheinalm im Hochschwabgebiet. Und wumms, auf einmal bin ich da. Ein Wunsch, ein lang gehegter Wunsch, Jahrzehnte alter Wunsch, ist auf einmal in Erfüllung gegangen. Ich stehe da und schaue auf die Sonnenscheinalm. Die Alm meiner Träume, könnte man überspitzt sagen. Aber es ist was Schönes. Es ist einfach ein Vergnügen, wo man da hinschauen kann und das im Bewusstsein, einen Wunsch erfüllt bekommen zu haben. Fällt eigentlich nur mehr, die Information, wie kommt man da her? Man kommt von Tragöss in 3 Stunden, man kommt vom Bodenbauer auch in 3 Stunden, von der Pfarreralm in 2 Stunden daher. Und was uns jetzt fehlt, ist ein kerniger Jodler, den uns die Brandlsänger schenken werden. Ho, dare tu io tu Julio, dare io 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 dare io 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 dare io io dare Yeah.
Der Bodenbauer ist seit alters her der wichtigste Stützpunkt für Bergtouren im Hochschwabgebiet von der Südseite her. Also das hat eine lange Tradition. Kein Wunder, es geht ja gleich steil bergauf. Und oben ist er trügerisch, der Hochschwab. Das schaut so sanft aus, aber wenn das Wetter nicht mitspielt, dann kann das ganz grausam werden da oben. Bei Schneesturm zum Beispiel. Dann hört sich die Almgemütlichkeit auf. So wie wir es da sehen, ist es natürlich recht schön auf der Sonnenscheinalm. Der Ebenstein. Und das ist auch eine Rarität in der Höhe da oben und in einem Kalkgebirge, der Sackwiesensee. Und da ist seine Majestät selber, der Gipfel des Hochschwabgebirges. Steilen Wände. Gipfelkreuz. Und der Blick in die ewige Ferne. Die Auflenzer Bürgeralm. Und die schöne Leiten. Ruhig und beruhigend ist das da. Das ist halt der Hochschwab, ein Gebirgsstock voller Überraschungen, voll wilder Schönheit, zerklüftet und umgeben von endlosen Waldhügeln, Waldbergen, muss man richtig sagen. Wenn ich da heroben stehe und ich bin da neben einem schönen Leitenhaus auf der Auflenzer Bürgeralm auf 1800 Meter Höhe, dann verstehe ich die Beweggründe der Bergsteiger und der Bergwanderer, dass die jede Mühe auf sich nehmen und stundenlang bergauf hatschen, damit sie dann auf der anderen Seite so einen atemberaubenden Blick genießen können. Und atemberaubend ist der Hochschwab wirklich, in jeder Hinsicht. Die meisten Österreicher glauben, er ist ein wichtiger Berg, weil er die Wien das Wasser schenkt, aber mit dem ist beileibe nicht da. Er schenkt unzähligen Bergsteigern seit unzähligen Jahren unzählige Erlebnisse. Und wir haben auch ein Erlebnis. Unten zwischen den Hütten vor der Auflenzer Bürgeralm die Hartlmuse. We'll be right back.
Alle Formen alpiner Behausungen kann man da antreffen auf der Auflenzer Bürgeralm. Von der einfachsten Almhütte zur größeren, dann wieder schlichte, kleinere. Es ist ein wunderbares Wandergebiet. Das ist kein Tausendfüßler, aber ein Mehrfüßler auf jeden Fall. Die machen es gemütlich. Ja, du hast recht. Schönheit pur. Und das ist ein Blick in die Nachbarschaft, zu den Eisenerzer Alpen um, der steirische Erzberg. Imponierend, immer wieder. Die Völzklamm. Jetzt geht's schön langsam talwärts. Aflenz, der Kurort, berühmt wegen seiner reinen Luft. Luftkurort. Das war einmal ein Zauberwort. Heute ist man da schon ein bisschen verwöhnt. Da will man Wellness auch dabei haben und alles Mögliche. Wenn eine Kirche so ein prunkvolles Seitenportal hat, wie da die Pfarrkirchen vom Kurort Aflenz, dann denkt man sich, warum ist das so? Die Kirche ist ungewöhnlich groß, innen von einer Größe und Pracht, wie man es kaum wo antrifft aus der Zeit, weil immerhin ist sie vor 500 Jahren fertiggestellt worden in der Form. Und tatsächlich ist Aflenz die Mutterkirche von Mariazell. Von da aus ist Mariazell gegründet worden. Es gibt heute noch eine Wallfahrt, den Gründerweg nach Mariazell. Und der Markt Aflenz muss allweil schon eine Bedeutung gehabt haben, weil er schon das Marktrecht unter Kaiser Friedrich III., also im 15. Jahrhundert, gekriegt hat. Heute atmet der Ort eine gewisse Ruhe und Beschaulichkeit, die alten Bürgerhäuser, Freinorn, wenn man es sieht. Und es ist überhaupt schön, wenn man so durch diesen Ort spaziert. Aber für uns der Höhepunkt ist der Güldene Rosenkranz, den jetzt der Rössl Dreigesang in der Kirche für uns singen wird. Für uns und zur höheren Ehre der Mutter Gottes natürlich.
Wenn man sich Auflenz in der Nähe anschaut, den Ortskern, dann hat man das Gefühl, das ist so eine gemütliche Vornehmheit, die da ausgestrahlt wird. Ein schöner Ort, ein ruhiger Ort, gepflegt, wie man es halt gern hat, wenn man in Urlaub ist. Und die Umgebung, wie immer, einfach grandios. Früher haben sie den ganzen Wald gebraucht für die Eisenindustrie. Und die Industrie, die hat sich nach den Gegebenheiten richten müssen. Ein enges Tal, ein Wasser und rundum der Wald, der das Holz liefert. Das Eisen hat man vom Erzberg hergekriegt und dann hat es solche Wunder gegeben. Vor 500 Jahren die Kreuzigungsgruppe von Thörl. Das muss ein großer Künstler gewesen sein, den man sich da geleistet hat. Aber das Eisen hat halt auch das möglich gemacht. Eine Burg, eine Talenge, ein Schloss, ein Wirtshaus und Industrie. Das ist das Rezept für die Gegend. Die Burg Schachenstein war einmal eine mächtige Talsperre. Und da ist außerdem die Natur als Helfer dazugekommen, darum heißt es da auch Thörl. Die Felsen haben da nur einen schmalen Durchlass offen lassen. Es ist der Weg nach Mariazell und für mich ist das die Hauptstraße des Eisens, also der Eisenindustrie in Obersteiermark. Wenn man denkt, in Leoben, Donauwitz, die Föst, in Kapfenberg, Böhler und da in Thörl, Benk. Aber früher, vor Jahrhunderten, waren die Bögler da und die haben schon Kanonen gemacht für den Kaiser Maximilian. Also eine der ältesten Eisenhütten, kann man sagen, der Steiermark, ist da in Thörl gestanden. Kriegerisch hat es halt allweil zugehen müssen, wenn es mit dem Eisen bergauf geht. Mit uns hingegen geht es jetzt bergauf zur Burg Oberkapfenberg. Vor dem Eingang der Burg, die Murbodner Banda wird uns da musikalisch empfangen.
Die Burg Oberkapfenberg. Eine Zeit lang hat es ausgeschaut, sie ist dem Verfall preisgegeben. Dann haben sie aber Leute gefunden und haben mit Hilfe der Stadt das edle Bauwerk so verschönert, dass es heute unzählige Besucher hat, Jahr für Jahr. Und natürlich die Greifvogelschau, dort ist ihre dazu. Es ist imponierend, die edlen Vögel, die Himmelsjäger. Die Burgherrin. Ein stolzer Bau. Und da hat die Industrie schon mehr Platz im Tal, in Kapfenberg. Und nutzt ihn auch. Ein Schlachtschiff aus Stein, die Burg Oberkapfenberg. Der alte Mittelpunkt von Kapfenberg und der junge Mittelpunkt. Die Mürz, da macht sie es gemütlich. Da haben die Spinnen das Arbeiten aufgegeben. Spinnenstreik. Und so neigt sie halt schön langsam wieder die 179. Sendung Klingendes Österreich ihrem Ende zu. Mitten im Hochschwabgebirge herin. Und genauso wie sie die Sonne jetzt hinter die Wolken versteckt, macht sie auch in mir der Gedanke breit, was wir alles erlebt haben bei den 179 Sendungen. Wie viele Freunde, Weggefährten hinten geblieben sind, nimmer unter uns sind. Da macht sie schon in diesen Tagen um aller Heiligen ein Gefühl des Nachdenkens breit. Und ganz besonders denke ich da an einen Mann, der vom ersten Tag an dabei war und mit Leib und Seele sich fürs klingende Österreich eingesetzt hat. Es war mein Freund Gernot Katzer. Vor kurzem ist er verstorben. In mir lebt er weiter und auch in unserer Sendung. Es ist halt einmal so im Leben, dass alles sein Ende hat und alles wieder seinen neuen Anfang. So wird es auch mit dem klingenden Österreich wieder weitergehen beim nächsten Mal. Und ich darf jetzt wieder einmal sehr nachdenklich für Gott beieinander sagen.
Musik.